Das Dogfest München findet gerade zum 35. Mal statt und das erste Mal dank Corona komplett online. In den nächsten 2 Wochen kann man sich also zahlreiche internationale Dokumentarfilme anschauen. Natürlich nur, wenn man sich auch ein Ticket gekauft hat. Denn auch die Kulturschaffenden müssen schließlich von etwas leben, heute mehr denn je. Ich freue mich sehr, einen der Filmemacher heute bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Er ist mit seinem Film Lost in Face in der Kategorie Münchner Premieren vertreten. Herzlich willkommen, Valentin Riedel. Schön, dass du auf diese Art hier bei uns bist. Hallo, servus ins Studio. In deinem Film geht es um Carlotta, eine Frau, die gesichtsblind ist. Jetzt ist es ja so, dass du nicht nur Filmemacher bist, sondern auch Neurowissenschaftler. Du forschst an der Technischen Universität in München. Deswegen erstmal die Frage, was versteht man unter Gesichtsblindheit? Ja, Gesichtsblindheit ist ein eigentlich irreführender Begriff, weil Personen, die betroffen sind, sind nicht blind, so wie wir es kennen. Der Begriff heißt eigentlich Prosop, Agnosie, und Agnosie wäre eher sowas wie Unkenntnis von Gesichtern. Und wenn jemand betroffen ist, bedeutet es, er sieht die Welt so wie wir alle, aber sobald er ein Gesicht sieht, kann er kein ganzheitliches Bild dieses Gesichts abspeichern und wahrnehmen. Das heißt, es ist eigentlich ein Problem auf späterer Verarbeitungsebene im Gehirn. Und das macht das Ganze natürlich schwierig, Bekannte zu treffen und wiederzuerkennen, weil Leute mit Gesichtsblindheit einfach Leute am Gesicht nicht erkennen können. Auf jeden Fall spannendes Thema. Ich habe zum ersten Mal davon gehört. Jetzt kommt es ja nicht alle Tage vor, dass ein Neurowissenschaftler auch einen Film dreht. Wie kam es dazu? Ja, es ist so ein... Ich interessiere mich gern für, also schon immer eher auch für Kunst und für Wissenschaft. Und es ist so ein Dilemma, in dem ich da immer so hin und her gezogen bin. Also ich habe früher viel fotografiert und über meine Freundin kam ich dann so ein bisschen zum Bewegtbild, also zum Film. Habe da ein bisschen reinschnuppern können und ich finde, es gibt so eine Ähnlichkeit zwischen Kunst und Wissenschaft. Es ist halt immer so diese Suche nach so einem speziellen Blickwinkel, nach so einem neuen Aspekt. Insofern, glaube ich, ist die Arbeit sehr ähnlich und ich wollte mir das nicht nehmen lassen und habe dann über Kurzfilme, bei denen ich mitgearbeitet habe, und dann eigene Kurzfilme und jetzt eben diesen ersten langen Film, bin ich da so mittlerweile voll eingetaucht in dieses Filmbusiness. Also es wird erstmal nicht der letzte sein. Ich hoffe nicht, nee. Also ich merke zwar, dass der Film noch, dieser Lost in Face hier, dass der noch so im Hinterkopf schwebt, weil er noch nicht ganz abgeschlossen ist, obwohl er jetzt ja fertig ist. Aber es kommen schon wieder so ein paar Ideen und mich interessiert natürlich hauptsächlich dieses Gehirn, also die Komplexität des Gehirns und wie verschiedenartig unsere Wahrnehmung und Denkweise ist, die eben durch das Gehirn gesteuert wird. Das finde ich eben so ein spannendes Thema, dass man da, glaube ich, noch ein paar Sachen erzählen kann, ja. Ich durfte den Film ja sehen und habe Carlotta als sehr faszinierende, spannende Person wahrgenommen. Wie kam es zu der Bekanntschaft mit ihr? Ja, es war tatsächlich Zufall. Also ich wollte eben was erzählen, eigentlich eher was Fiktionales über so die Besonderheit des Gehirns und dann Plot kreieren. Und ich bin aber einfach kein guter Geschichtenerzähler und bin da kläglich gescheitert mit diesen Drehbüchern. Und bin dann über einen Artikel in der SZ auf die Sendlinger Kunsttage gestoßen, wo Künstler aus Sendling ausstellen. Und das Hauptbild von diesem Artikel war eben ein gezeichnetes Porträt, was aber in seinen Proportionen völlig verschoben war, aber trotzdem emotional ein sehr ansprechendes Gesicht war. Und es hieß eben, dass die Künstlerin Carlotta gesichtsblind ist und dieses Porträt gemalt hat. Und das war für mich eigentlich so der Aufhänger, weil mich so fasziniert hat, dass mir jemand mit einem Defizit des Gehirns so eine spezielle und eigenwillige Kunst macht. Und habe sie dann kontaktiert und über 5 Jahre mittlerweile, vor 5 Jahren war das, ist dann dieses Kennenlernen entstanden und dieser Film entstanden. Ich habe auch das Verhältnis zwischen euch als sehr vertrauensvoll empfunden als Zuschauerin. Wie war denn die Beziehung zwischen euch während der Dreharbeiten? Ja, das ist natürlich was wächst und nur wachsen kann. Da stolpert jemand in deine Wohnung und sagt, er möchte dich komplett porträtieren, vom Alltag über deine Ängste und alles Mögliche. Sowas klappt natürlich nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das macht auch dann wirklich die Dokumentarfilme aus, wo man eintauchen kann, weil man merkt, dass die Leute sich über Jahre kennengelernt haben. So war es bei uns auch. Also wir haben zwar immer nur so 3, 4 Drehtage am Stück gehabt und dann uns ein paar Monate nicht gesehen, aber wir waren natürlich ständig in Kontakt und
ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis ist halt gewachsen über diese insgesamt 3,5 Jahre Drehzeitraum. Ich habe mich auch gefragt, wie schafft man es als Filmemacher, sich seiner Protagonistin oder einer Person zu nähern, in dem Bewusstsein, dass die Person dein Gesicht gar nicht erkennt? Ja, ich meine, wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir uns für die Drehs verabredet hatten, sodass sie immer wusste, wenn es Leute, dass das natürlich jetzt wir sein müssen, dann, wie sie es auch im Film ganz schön beschreibt, sie erkennt mich so an meinem wackeligen Gang und natürlich an der Stimme, die ist sehr wichtig. Das heißt, sie kann dann, wenn sie Leute besser kennt, das sehr schnell, sogar auf die Distanz viel besser als manch andere Leute erkennen. Aber ich habe sie tatsächlich einmal durch Zufall auch hier am Max-Weber-Platz getroffen und da musste ich ihr erst erklären, wer ich eigentlich bin. Also das ist dann tatsächlich aus dem Kontext gerissen ein Problem. Der Film ist ja so eine Art Mischform, das heißt, es gibt auch immer wieder animierte Passagen und auch Filme, die Carlotta selber gedreht hat. Wie kam es zu der Entscheidung, ja, dieses Stilmittel zu verwenden? Also zunächst wollten wir dieses Phänomen irgendwie mit Kameratechnik darstellen. Also es ist ja, also wenn ein Gesichtsblinder jemand beschreibt, wie das ist, dann ist es wie so eine graue Fläche. Das Gesicht ist einfach unwichtig, das ist undetailliert. Und wir haben das versucht, mit so Kameratechnik darzustellen, aber das hat irgendwie nie wirklich funktioniert. Und deswegen kam dann irgendwann die Idee mit Animation, weil dann offensichtlich ein Bruch mit der Realität vorhanden ist. Und man hat natürlich viel mehr Freiheiten in Animationen, was darzustellen. Und Fabian und Fred, dieses Animationsstudio aus Hamburg, die ich da kennengelernt habe, die haben das, finde ich, super genutzt, um einfach eine andere Ebene zu erzählen im Gehirn. Und das Material von Carlotta kam wirklich erst spät rein, weil ich das vorher gar nicht kannte. Und ich fand es aber einfach wichtig oder schön, die Möglichkeit zu haben, ihre Sichtweise im Film darzustellen. Und sie filmt eben jeden Tag stundenlang Material, sodass wir praktisch eigentlich auch auf ihr Auge zurückgreifen konnten und haben das dann eben verwoben mit diesem Material. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, sagt sie auch im Film einmal, dass Gesichter eigentlich gar nicht so wichtig für sie sind. Andererseits beschäftigt sie sich ja in ihrer Kunst sehr viel mit dem Thema Gesicht und mit ihrer eigenen Identität. Wie hast du das empfunden? Ich glaube, man merkt daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sehen einfach, was in dem Moment passiert und der Persönlichkeit. Und das Gesicht für uns, wenn wir in den Spiegel schauen, hat halt viel einfach mit uns selbst zu tun und mit unserer Persönlichkeit. Und für Carlotta ist diese Art der Arbeit, diese Kunstprojekte der ertasteten Selbstporträts, was sie hier macht, einfach ein Weg, sich selbst kennenzulernen und sich selbst zu fühlen. Ich glaube, das hat eben eine andere Ebene als dieses reine, ich gehe auf die Straße und muss jemand erkennen. Da hat sie andere Möglichkeiten und da ist das Defizit für sie auch gar nicht so präsent. Ich glaube, es ist einfach eine psychologische Ebene, die da relevant wird. Letzte Frage, was hat der Film, diese Reise, diesen Film zu drehen, mit dir persönlich gemacht? Ja, mit mir persönlich, also ich sitze auch hier jetzt im Institut und arbeite an meinen Daten und Wissenschaft ist halt oft auch sehr abstrakt und ich hätte jetzt eine wissenschaftliche Reportage über dieses Phänomen machen können oder einen Artikel schreiben können und dann hätten den eine bestimmte Gruppe an Wissenschaftlern vielleicht gelesen, aber jetzt nicht die Allgemeinbevölkerung und mir war wichtig, einen Film zu machen, um was zu übersetzen. Also die Idee, Wissenschaft poetisch oder emotional oder künstlerisch zu übersetzen in eine Geschichte, glaube ich, eröffnet mehreren Zuschauern den Weg hin zu diesem wissenschaftlichen Phänomen, von dem man so noch nicht gehört hat und berührt einen mehr, als wenn ich jetzt eine sachliche Reportage drüber sehen würde oder einen Artikel lesen würde. Und das war auch die Erkenntnis, die ich davon bekommen habe. Also ich habe dadurch, dass ich Carlotta kennengelernt habe, viel mehr darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, so ein Defizit zu haben. Wenn ich jetzt daran forschen würde, dann würde ich mich ganz konkret auf diese Hirnregion konzentrieren und eigentlich vergessen, dass es dahinter Menschen gibt. Ja, insofern schön, dass du eben diese doppelte Rolle hast als Wissenschaftler und als Künstler. Vielen Dank für diesen schönen Film. Mir hat es sehr gefallen, ihn anzuschauen. Und ja, schön, dass du bei uns warst. Alles Gute weiterhin. Gerne, euch auch ins Studio. Danke für den Beitrag. Danke.
Wer jetzt Lust bekommen hat, Lost in Face anzuschauen, kann dies auf der Webseite des Dogfests München tun. Und wer mehr über das Festival erfahren möchte, kann sich auch unsere M94.5-Rezension durchlesen oder auch unser Interview mit Daniel Sponsel, dem Festivalleiter, anhören. Der war nämlich im M94.5-Podcast at M94.5 at home. In diesem Sinne, frohes Filme schauen und bis dann. Tschüss.